Theseus? Bitte. Er kommt. Ihr himmlischen... Ein adlig Angesicht. Welch Aug. Nicht meines nur, betrögt die Miene nicht. Schreibt denn die Tugend selbst mit heuchlerischer Lüge ihr heilig Zeugnis ein in des Verbrechers Züge? So dass kein Aug alsbald am sichern Zeugnis kenn, das tief verruchte Herz der argen Sterblichen. Wenn ihr geruht, o Herr, so deutet meiner Liebe, welch finsteres Gewölk des Königs Antlitz trübe. Wollt sein Geheimnis ihr dem Sohn nicht anvertrauen? Meineidiger! Du wagst und lässt dich vor mir schauen, dass sich kein Himmelsblitz dich auszutilgen regte, den letzten des Gezüchts, das ich vorm Erdreich fegte. Du, dessen schnöd gelöscht, vermessen und verrucht, des eigenen Vaters Bett blutschändrisch heimgesucht. Du wagst mir dein Gesicht, dein Feindliches zu zeigen, bleibst jenen Orten nah, die deiner Untat zeugen, und birgst die Schande nicht am fernsten Erdenrand, dem nicht mein Name, dem der deine nicht bekannt. Treuloser, flieh, lass dich mein Anblick nicht beschämt. Entfessel nicht dein Zorn, den ich nur mühsam zähme. Halt! Himmel nochmal, Hippolyt, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst nicht so mit den Beinen schlenkern? Du gehst ja wie ein Bauerntölpel. Ja, daran sind nur die verdammten Schuhe schuld. Wie soll denn ein Mensch damit anständig laufen? Man geht doch ständig bergab. Tut mir leid, aber die Schuhe gehören nun mal dazu. Du musst lernen zu schreiten, majestätisch zu schreiten. Komm, wir wollen es jetzt üben. Nochmal. Die Dame, die dort Regie führt, ist Calliope. Ja, die Muse der Dichtung. Sie kennen sie ja bereits aus der letzten Sendung. Dort führte sie uns zunächst durch das Altertum und anschließend durch das Mittelalter. Und bei diesem historischen Überblick haben wir einige Ausdrucksweisen der Dichtung kennengelernt. Aber vor allem haben wir gesehen, dass die Gattungen nicht willkürlich entstehen, sondern vielmehr einem Gesetz gehorchen. Einem Gesetz, das die Denkungsart der einzelnen Epochen bestimmt. So, und heute machen wir nochmal einen ganz großen Sprung in unserer Geschichte, und zwar ins 17. Jahrhundert hinein. An den königlichen Hof in Frankreich. Ja, die französischen Könige waren überhaupt begeistert vom Theater, vor allem aber vom ernsten, tragischen Theater. Calliope probt hier gerade die Inszenierung einer französischen Tragödie, in einer deutschen Übersetzung natürlich. Das macht die Sache für uns einfacher. Das französische Theater war überhaupt ein Vorbild für die Deutschen. Es hat eine Menge mit unserer Literaturgeschichte zu tun. Bis ins frühe 18. Jahrhundert hinein nahmen sich die Deutschen das französische Theater, die französische Tragödie, als Vorbild. Allerdings ein Vorbild, das nicht besonders glücklich war, eher bedrückend. Bitte noch einmal, Hippolyt. Du kommst langsam und majestätisch hereingeschritten von rechts. Und nun dein Text, Theseus. Bitte. Er kommt, ihr himmlischen, ein adlig Angesicht. Welch Aug! Nicht meines nur, betrögt die Miene nicht. Schreibt denn die Tugend selbst mit heuchlerischer Lüge ihr heilig Zeugnis ein in des Verbrechers Züge, so dass kein Aug alsbald am sichern Zeugnis kenn das tief verruchte Herz des argen Sterblichen? Wenn ihr geruht, o Herr, bedeutet meiner Liebe, welch finsteres Gewölk des Königs Antlitz trübe. Wollt sein Geheimnis ihr dem Sohn nicht anvertrauen? Ja, schon viel besser. Sag mir, Calliope, was spielt ihr denn da? Die Phaedra von Jean Racine. Ah, Racine, der große Tragödiendichter am königlichen Hof. Richtig. Hm. Ja, und warum legst du solchen Wert auf sein majestätisches Schreiten? Nun, er ist ein Königssohn.
Und der Adel seiner Herkunft muss auch an seinem Gang sichtbar sein. Und der andere? Er ist ein König. Was, der auch? Natürlich. In unseren Tragödien treten hier fast ausschließlich Fürsten und Könige auf. Das gehört zur Regel. Ebenso wie der Alexandriner zur Regel gehört und nicht durchbrochen werden darf. Wart mal. Alexandriner? Das ist doch das Versmaß, in dem die französischen Tragödien geschrieben sind, hä? Ja, richtig. Ah. Jeder Vers besteht aus 12 Silben. Höre. Er kommt, ihr Himmlischen, ein adlig Angesicht, welch Aug nicht meines nur, betrüg die Miene nicht. Ja, und das geht das ganze Stück so durch? Ja, genau so. Ja, die französische Tragödie wird durch einen sehr strengen, kunstvollen Stil beherrscht. Er entspricht der inneren Strenge der Themen, die sie behandelt. Der inneren Strenge? Ja, siehst du, in den meisten französischen Tragödien geht es darum, dass die wilden menschlichen Leidenschaften wie Wut, Hass, übergroße Liebe gebändigt werden müssen. Gebändigt durch Vernunft und edle Zucht. Verstehst du? Mhm. Der Mensch muss sich mäßigen. Die Vernunft ist das oberste Prinzip, ja? Ja, das hast du sehr gut erfasst. Das ist auch der Grund, weshalb die französischen Tragödiendichter fast ausschließlich Fürsten und Könige auftreten lassen. Denn nur sie beherrschen Vernunft und edle Zucht. Wieso nur Könige und Fürsten? Nun, von einem Bauerntölpel kannst du solch inneren Adel wohl kaum erwarten. Na, hör mal, das will mir nicht besonders gut einleuchten. Schau mal, ohne Könige und Fürsten, dann wäre die ganze Sache doch weniger steif und feierlich, sondern... Ich glaube, du hast das Wesen der französischen Tragödie nicht so gut erfasst, wie ich dachte. Und nun gestatte, dass wir hier weiterarbeiten. Oh. Bitte, noch natürlich, einmal. Ja. Er kommt! Moment, ich muss hier erst weg sein. So. Er kommt! Tja, das Wesen der französischen Tragödie. Sie gehorcht, wie wir gesehen haben, den Gesetzen der Vernunft. Und sie will die Menschen lehren, ihre Leidenschaften zu mäßigen und zu bändigen. Sie selbst geht dabei mit einem guten Beispiel voraus. Ihr Versmaß ist streng und zuchtvoll. Und ihre Schauspieler müssen edel vernünftig daherschreiten. Und zudem verlangt die französische Tragödie, dass nur Könige und Fürsten auf der Bühne erscheinen dürfen, da nur sie würdig sind, dieses Ideal darzustellen. Tja, und so wirkt die ganze Sache leicht steif und unlebendig. Und man hat fast den Eindruck, dass sogar der strenge, mittelalterliche Minnesang ungleich lebendiger wirkt. Und auch die antike Dichtung mit ihren vielgesichtigen Göttern. Die französische Tragödie, sie schrie förmlich nach mehr Freiheit, nach mehr Leben. Und in der Tat, sie sollte ihre Vorbildhaftigkeit bald aufgeben. Etwa 100 Jahre nach ihrem Entstehen, also gegen 1750, wurden Gegenstimmen in Deutschland laut. Gegenstimmen, die sie vom Sockel stürzen und eine ganz neue Epoche der Dichtung einläuten sollten. Die Namen von Fürsten und Helden können einem Stück Pomp und Majestät geben, aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Unglück derjenigen, deren Umstände den unsrigen am nächsten kommen, muss natürlicherweise am tiefsten in unsere Seele dringen. Und wenn wir mit Königen Mitleid haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen und nicht als mit Königen. Macht ihr Stand schon öfters ihre Unfälle wichtiger, so macht er sie darum nicht interessanter. Hast du das gehört, mein Freund? Oh ja, Aristoteles. Ich sehe, du bist in unserer Geschichte ein Stück weitergegangen. Eben gerade, da war ich mit Calliope im 17. Jahrhundert. Und jetzt bringst du mich ins 18. Jahrhundert, oder? Na, das ist doch von... Gotthold Ephraim Lessing, sehr richtig, mein Freund. Er hat in seiner hamburgischen Dramaturgie Forderungen an die deutschen Theater erhoben und darin einige Thesen aufgestellt. Er ist der Meinung, dass die Titel von Fürsten und Königen zu nichts Nutze sind in der Dichtung. Das wundert mich nicht. Den gleichen Gedanken hatte ich auch schon. Ja, du vielleicht schon, mein Freund. Aber jahrhundertelang war man der Meinung, dass edle Dichtung nur in den höheren Schichten der Gesellschaft zu Hause ist. Was dieser Lessing hier schreibt, kommt einer Revolution gleich. Wenn wir mit Königen Mitleid haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen und nicht als mit Königen. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Mhm. Das heißt, dass alle Menschen, egal ob sie Könige oder Bauern sind, dass sie alle das Gleiche empfinden, das Gleiche fühlen. Ja, dass sie im Grunde ihrer Seele alle gleich sind. Mhm. Diese Erkenntnis aber, mein Freund, wird eine völlig neue Dichtungsart auf den Plan rufen. Sie wird die Dichtung von Grund auf ändern. Eine neue Dichtungsart? Ja, meinst du, es wird einmal eine Dichtung geben, die nicht mehr von Königen und Fürsten handelt? Also eine Dichtung, die alle Menschen gleichermaßen anspricht, die allen Menschen gleichermaßen aus der Seele spricht? Ja. Es wird eine Seelendichtung sein.
Eine Seelendichtung. So eine natürliche Dichtung. Eine Dichtung, die der menschlichen Natur entspricht. Ja. Sie wird zweifellos seinen Empfindungen entsprechen und in gewisser Weise auch seiner Natur. Aber diese Natur wird eine künstlich hergestellte sein, eine Art zweiter Natur. Zweite Natur? Das ist doch ein paradoxer Begriff, Aristoteles, oder? Ich will es dir erklären. Komm, lass uns einen Blick in Calliopes Garten werfen. Schau, dies hier ist ein französischer Garten. Wie du siehst, ist darin alles geregelt und zurechtgeschnitten. Kein Gräschen, kein Sträuchlein wächst wild darin. Alles Wachstum ist in feste Bahnen gelenkt. Dieser Garten ist ein aristokratischer, ein herrschaftlicher Garten. Und herrschaftliche Gartenbaumeister haben ihn angelegt. Dieser Garten, mein Freund, ist das Abbild der Epoche, in der die französischen Könige ihre Tragödien aufführen ließen. So wie die Gartenbaumeister die Büsche und Bäume, also die äußere Natur, beschnitten, so beschnitten sie auch die innere Natur des Menschen, nämlich seine Leidenschaften, seine Empfindungen. In der Dichtung der damaligen Zeit fanden sie einen streng geregelten und gemäßigten Ausdruck. Und die französische Tragödie, in der die Leidenschaften gebändigt und dem Gesetz der Vernunft unterworfen werden, sie entspricht also diesem französischen Garten? Ja, das Wachstum dieses Gartens ist ja auch dem Gesetz der Vernunft unterworfen oder zumindest einem vernünftigen Plan. Ja, es leuchtet mir ein. Aber was mir in diesem Zusammenhang nicht einleuchtet ist, warum wird denn nur der Adel diesen Regeln, dieser Zucht unterworfen und nicht auch die unteren Schichten der Gesellschaft? Nun, für irgendein Bürger- oder Bauerngärtlein machte man sich ganz einfach nicht die Mühe, es so kunstvoll zu planen und zu beschneiden. Das war ein Privileg der Aristokratie. Und ebenso wenig machte man sich die Mühe, die Gemüter der Bauern so fein herauszubilden und zu gestalten. Auch die innere Bildung war ein Privileg der Aristokratie. Klar, mein Freund. Ja, klar. Aber wie geht es denn nun weiter, Aristoteles? Wir haben doch vorhin gesagt, als du Lessing gelesen hast, dass nun eine neue Dichtung, eine neue Natur des Menschen auf den Plan treten werde. Tja, wie geht es nun weiter? Was wird geschehen? Schau nur hin. Hier hast du sie, deine neue Natur. Sieht ja aus wie eine Landschaft. Wie eine natürliche Landschaft. Ja, mein Freund, es sieht aus wie eine Landschaft, in der die Büsche, Bäume und Gräser frei und natürlich wachsen. Aber auch dies, mein Lieber, ist ein Garten. Schau nur genauer hin. Dann wirst du erkennen, dass diese anscheinende Natürlichkeit sehr sorgfältig angelegt ist. Auch hier waren Gartenarchitekten am Werk, nur diesmal haben sie das Wachstum der Pflanzen nicht gebunden und nicht beschnitten. Sie haben es vielmehr mit der größten Kunstfertigkeit wieder in seine natürliche Form gebracht. Naja, du hast recht, tatsächlich. Dieser Garten ist wirklich wunderschön. Ja, er ist herzzerreißend schön. So schön, wie die wilde Natur niemals sein kann. Aber siehst du, mein Freund, die Gartenarchitekten, die diesen Garten anlegten, haben zwar zugelassen, dass die Pflanzen wieder wild und natürlich wachsen dürfen, aber sie haben sie zuvor veredelt. Sie achten sorgsam darauf, dass sich nichts Wildes, Hässliches einschleicht, noch die Tatsache, dass ihr Unkraut wächst, ist sorgfältig geplant. Ich verstehe. Dieser Garten sieht zwar natürlich aus, aber er ist von Menschenhand erschaffen. Er ist gewissermaßen künstlich natürlich, so eine Art geplantes Chaos. Er ist eine zweite Natur. Und dieser schöne Garten, mein Freund, ist der Boden für die neue Dichtungsart, die Mitte des 18. Jahrhunderts entstand als Gegenbewegung zur französischen Tragödie. Jene Dichtung, die der kühnen Behauptung Lessings folgte, dass alle Menschen im Grunde ihrer Seele gleich sind. Das heißt, dieser Garten ist jetzt nicht mehr nur Königen und Fürsten vorbehalten? Nein, diese Art von Garten ist für alle Menschen gedacht. Auch für die Angehörigen des Volkes. So wie die Dichtung, die daraus hervorwächst, alle Menschen anspricht. Himmel, Calliope! Wo schläfst du denn da? Literatur! Komm, gib mir. Kaum habe ich die französische Tragödiendichtung hinter mir gelassen und bin mit euch ins 18. Jahrhundert gereist, schon habe ich es mit einer Vielfalt von Gattungen zu tun, die es so vorher nicht gab. Hier, alles verschiedene Arten von Prosa. Briefe, Romane, Erzählungen, also alles erzählerische Formen, die nicht in Verse gesetzt sind und auch keine Reime haben. Es plätschert so dahin, alles frei. Ja, sag mal, das hat es ja bereits früher gegeben, oder? Ich meine, Dichtung, die nicht in Verse gebunden ist. Kaum, hier und da. Und wenn, dann hauptsächlich in der Volksdichtung. Aber jetzt fängt ja plötzlich alle Welt so an zu dichten. Die Prosa erfreut sich einer außerordentlichen Beliebtheit. Bei Dichtern wie bei Lesern. Du scheinst mir nicht gerade besonders glücklich darüber zu sein. Ja, ich habe ja jetzt die Arbeit damit. Irgendwie müssen ja all diese Gattungen in eine Ordnung gebracht werden. Lauter Dichtungen ohne Regel, ohne Rhythmus, ohne Rand und Band. In Tagebüchern, in Briefen.
Die Dichter reden sich darin einfach alles von der Seele. Was ihnen einfällt. Alles geht drunter und drüber. Naturbeschreibung, Gefühle, Reflexion. Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, das ringsumher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zum unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Hast du gehört, mein Freund? Hier hast du sie. Das ist die neue Dichtung. Die Leiden des jungen Werther von Goethe. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluss bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Tal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah, wenn ich jene Berge vom Fuße bis zum Gipfel mit hohen, dichten Bäumen bekleidet, jene Täler in ihren mannigfaltigen Krümmungen von den lieblichsten Wäldern beschattet sah und der sanfte Fluss zwischen den lispelnden Rohren dahingleitete und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abendwind am Himmel herüberwiegte, wenn ich dann die Vögel um mich den Wald beleben hörte und sich mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete. Wie fasste ich das alles in mein warmes Herz? Fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert. Und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. Ach, damals. Wie oft habe ich mich mit Fittichen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt. Aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken und nur einen Augenblick in der eingeschränkten Kraft meines Busens einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt. Goethe. Er war der Erste, der mit dieser Seelenprosa angefangen hat. Und er hatte gleich halb Europa damit aufgewühlt. Aristoteles, warum lachst du denn? Hast du gehört, wie er schwärmte, der da draußen? Wie er von seinem warmen Gefühl für die Natur sprach, von der Wonne, die ihn überströmte. Er denkt sogar, er sei eins mit der Natur. Ja, und ist er das denn nicht? Er ist eins mit diesem schönen Garten da. Aber stell dir nur vor, mein Freund, er befände sich wirklich in der wilden, ursprünglichen Natur. Dann wäre ihm nach Dichten wahrscheinlich gar nicht mehr zumute. Dann hätte er wohl hauptsächlich Angst. Angst, dass ihn ein wildes Tier beißt. Oder dass er sich verläuft. Oder dass er beim nächsten Schritt in irgendeinen Abgrund stürzt. Wahrscheinlich würde er dann freiwillig in den französischen Garten zurückkehren und sich lieber wieder den Regeln und der Zucht unterwerfen, als sich solch wilden Gefahren auszusetzen. Und du meinst, nur in dieser Gartenlandschaft kann eine solche Dichtung entstehen? Die gebändigte und gereinigte Natürlichkeit dieser Landschaft ist Bedingung dafür, dass der Dichter sich mit der Natur verbünden kann. Und ebenso gereinigt und gebändigt ist auch seine innere Natur. Aber der Dichter kann doch jetzt endlich seinen Gefühlen und seinen Leidenschaften freien Lauf lassen. Sicher. Er muss sich nicht mehr mäßigen und der Vernunft unterwerfen wie die französischen Tragödiendichter. Er kann sich ganz natürlich ausdrücken. Frei von der Leber weg. Ja, und? Aber das, was bei ihm herauskommt, ist nicht seine wilde, ursprüngliche Natur. Er brüllt nicht auf im Schmerz oder vor Wut. Seine Empfindungen drücken sich in einer schönen, leidenschaftlichen, gleichsam natürlich dahinschwebenden Rede aus. Auch sie ist von allen wilden und hässlichen Trieben gereinigt. Das heißt, diese neue Dichtung ist auch so eine Art zweite Natur. Ja. Unsere erste ursprüngliche Natur haben wir weit hinter uns gelassen. Oder besser gesagt, es gibt sie fast gar nicht mehr. In jahrtausendelangen Auseinandersetzungen hat der Mensch die Natur umgewandelt, hat sie in diese schönen und friedlichen Formen gelenkt und ist nun mit ihr versöhnt. Ach, wenn ich nur wüsste... Was ist denn Calliope? Wenn ich nur wüsste, ob ich nun für die Tagebuchromane eine Extra-Rubrik einrichten soll oder ob ich sie einfach zu den Briefromanen stecke. Zwischen Tagebuch und Brief besteht eigentlich kein so wesentlicher Unterschied, hä? Hast du denn hier nur diese neuen Prosaformen liegen? Ich meine, in dieser Zeit werden doch auch andere Dinge geschrieben. Gedichte zum Beispiel und Dramen. Natürlich, hier Lyrik, hier Drama. Ich sehe da keinen besonderen Unterschied zu den früheren Formen. Hier, schau mal, ein Drama in metrischem Versmaß. Tatam, tatam, tatam und so weiter. Und hier ein Gedicht
In Strophen und Reimen. Ja, du hast schon recht. Lyrik und Drama sind auch jetzt noch gebunden in feste Formen. Und das ist es auch, was sie von der Prosagattung unterscheidet, aber... Was aber? Calliope meint, auch diese anderen Gattungen sind der neuen Dichtungsweise in einem wichtigen Punkt ähnlich. In ihnen allen herrscht nämlich die natürliche Rede der Seele vor, nicht wahr, Calliope? Ja, eben. Ja, wie? Auch in den Gedichten, wo die Sprache in Verse und Reime gebunden ist? Ja, auch da. Die neuen Dichter haben das fertiggebracht. Auch der gebundenen, geregelten Form der Dichtung haben sie das Natürliche eingehaucht. Aber wie soll das gehen? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Nein, nein, höre nur dies zum Beispiel. Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stimmen aus dem Gesträuch. Und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. O Lieb, o Liebe, so golden schön wie Morgenwolken auf jenen Höhen. Du segnest herrlich das frische Feld und jetzt höre ganz besonders, im Blütendampfe die volle Welt. Das ist, als würde man den Frühling riechen. Ein solcher bilderreicher Ausdruck. Mhm. Im Blütendampfe die volle Welt. Das ist wirklich fern von jeder Strenge. Und jetzt erst. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich. Das ist doch wie ein Ausruf, ganz spontan und frei. Und doch, er ist in Verse gekleidet, in einen Reim. O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich. Wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich. So liebt die Lerche Gesang und Luft und Morgenblumen im Himmelsduft. Wie ich dich liebe mit warmem Blut, die du mir Jugend und Freud und Mut zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Du siehst, mein Freund, die Gattungen sind allesamt natürlich geworden. Was soll das etwa heißen, dass es gar keine Gattungsunterschiede mehr gibt? Aber nein, es gibt sie sehr wohl. Sie sind vielleicht sogar differenzierter denn je. Es soll heißen, die Gattungen sind nun für die Menschen Naturformen geworden. Im Gegensatz zu früher. Wieso? Was waren sie denn früher? Da waren sie reine Kunstformen. Schau, früher als die Dichtung noch verschiedenen Gesetzen gehorchen musste, wie etwa dem Gesetz der Vernunft oder... wie im Mittelalter zum Beispiel dem Gesetz der höfischen Ständeordnung oder dem Gesetz des Mythos, wie im Altertum. Da konnten sich die Gattungen nicht einfach frei entfalten. Sie mussten Regeln und Vorschriften befolgen. Sie entstanden nach einem gesetzmäßigen Plan. Ja, ich weiß. Jetzt aber, nachdem diese Regeln aufgehört haben zu herrschen, glaubt man, die Gattungen könnten sich frei entfalten und organisch wachsen. Ja, aber welchem Gesetz folgen sie denn jetzt? Ihrem eigenen, mein Freund. Ihrem eigenen. So wie eine Pflanze nach ihrem eigenen Gesetz wächst. Aber dieser Vergleich von Gattungen und organischem Wachstum ist ja selbst künstlich und erfunden. Die Menschen standen vor dem Problem, Kunstgattungen als Natur zu erklären. Und so entstand, wie bei diesem englischen Garten hier, eine zweite Natur. Eine Natur, die künstlich ist. Aber ich sehe, der Tag geht zur Neige. Die Dunkelheit bricht an. Meine Stunde ist gekommen. Ich muss jetzt gehen. Aristoteles, warte. Ich bringe dich nach Hause. Nicht nötig, mein Freund. Nicht nötig. Höre, Calliope. Wie kann man Dichtung mit Pflanzen vergleichen? Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge. Ja. Wie kann man Dichtung mit Pflanzen vergleichen? Das frage ich mich auch manchmal. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Reichendorf. Wer hätte das je gedacht, dass Himmel und Erde sich einmal so nahe kommen würden, dass sie sich küssen? Nun siehst du, zu meiner Zeit, vor 2000 Jahren, als alles anfing, da waren sich der Himmel und die Erde noch sehr fern. Lange, viele Jahrhunderte lang hat der Himmel geherrscht und die Erde hat gedient. Und nun kann man sich eine größere Versöhnung mit der Natur vorstellen, als dass der Himmel die Erde küsst? Nein, wahrscheinlich nicht. Was machst du da, Calliope? Ich gehe. Ich werde nicht mehr gebraucht. Du wirst nicht mehr gebraucht? Nein. Siehst du, meine Zeit war die, da Himmel und Erde sich noch fern waren. Meine Aufgabe war es, dem Dichter die Gesetze zu überbringen, nach denen er seine Werke zu gestalten hatte. Ich habe die Gesetze gehütet. Nun aber hat der Dichter das Gesetz selbst in die Hand genommen. Du hast mich vorhin gefragt, ob man Dichtung mit Pflanzen vergleichen kann. Ja. Ich glaube, heute ist es möglich geworden, Dichtung mit Pflanzen zu vergleichen. Nachdem der Mensch die Natur gebändigt und in einen Garten verwandelt hat, besteht zwischen dem, was die Natur hervorbringt, und dem, was er selbst erschafft, kein so wesentlicher Unterschied mehr. Beides wächst und gedeiht in seiner Hand. Dichtung ist auch so eine Art innerer Garten. Sie ist für uns im 18. Jahrhundert ein natürlicher und kunstvoller Ausdruck des Menschen zugleich. Calliope! Calliope! Er hat endlich seine Freiheit, seine Autonomie wiedergefunden. Er hat das Gesetz selbst in die Hand genommen. Und er hat, um dorthin zu gelangen, einen langen Weg zurücklegen müssen. Ein Weg, auf dem er fremden Gesetzen und Regeln unterworfen war. Er war ein Diener dieser Gesetze. Ein Diener im wahrsten Sinne des Wortes. Ein untrügliches Zeichen für die wiedergewonnene Freiheit war die Tatsache, dass gegen Ende des 18. Jahrhunderts das Dichten ein freier Beruf wurde. In den Jahrhunderten zuvor war der Dichter ein Angestellter an fürstlichen und königlichen Höfen. Er war an die Weisungen seiner Dienstherren gebunden. Gotthold Ephraim Lessing war vielleicht der Erste, der sich von diesen Bevormundungen zu lösen begann. Und viele Dichter haben es ihm nachgemacht und begannen nun, ihre Werke frei und ihrem eigenen Gesetze folgend zu gestalten.